sind wir uns wieder hier und ich koche wieder heute in meiner ungarischen Küche. Und zwar wieder ein Gericht aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit, das ich bei meinen Großeltern genießen durfte und auch noch bis heute zelebriere. Es wird geben, und zwar Rakott Krumpli. Das bedeutet geschichtete Kartoffeln. Und zwar ganz klassisch und mit 1, 2, 3, 4, 5, 5 Zutaten. Also ihr Lieben, schaut mal her, was es denn dazu alles braucht. Alles klar? Und jetzt geht's los. So, Freunde der ungarischen Küche, und zwar jetzt geht's auf mit Rakott Krumpli. Ich habe hier Pellkartoffeln, die habe ich natürlich schon am Vortag gekocht. Die werden wir ganz einfach pellen. Ich habe hartgekochte Eier. Wir haben einen schönen, wunderbaren Kolbas, der ist leicht pikant. Saure Sahne, gutes Mangalitza-Fett und ein Berg Kernsalz. Und mehr braucht es dafür schon nicht. Den Ofen habe ich auf 200 Grad Oberhitze, Unterhitze vorgeheizt. Und jetzt geht's los. Als erstes schälen wir die Pellkartoffeln. So, die Kartoffeln flugs durchgeschält. Ich habe hier eine vorwiegend festkochende Kartoffel verwendet. So. Okay. Stellt euch beiseite. Und jetzt noch die Eierflugs mit abschälen. Habt ihr eigentlich schon gewusst, wenn sich Eier schlecht schälen lassen, entweder sind sie nicht richtig abgeschreckt nach dem Kochen, das heißt abschrecken, nicht anschauen, sondern mit kaltem Wasser ordentlich abspülen. Oder es ist immer ein Zeichen von frischen Eiern. Die lassen sich nämlich auch sehr schwer schälen. Als kleinen Tipp am Rand. Katastrophe, Stromausfall, was ist da los? So, alles geschält. Jetzt nehmt ihr euch eine kleine Schale und dort kommen 2 Esslöffel von Mangalitza-Fett hier rein. Das brauchen wir etwas flüssig. Stellen wir das mal ganz kurz hier in den Ofen rein. Und warten den kleinen Augenblick. So, in der Zwischenzeit nehmt ihr euch die Salami daher. Das ist eine schöne Kolbas-Salami. Andrasch, die Grüße gehen raus. Schaut sie euch an. Ein Traum. Und so lecker. Die ist wirklich tatsächlich richtig empfehlenswert. Schaut mal beim Andrasch vorbei. Da tatsächlich die mega geile Kolbas- und Salami-Qualität und natürlich auch andere coole Fleischer-Spezialitäten. So, da könnt ihr hier schön den Kolbas und die Salami in Scheiben schneiden. Gleich mal ein Stückchen zum Probieren. So, Kartoffeln. Schneidet ihr auch grob in Scheiben. Jetzt noch die Eier schneiden.
Mega. So, in der Zwischenzeit sollte unser Mandalitzerfett schon geschmolzen sein. Ja, ist es. Aber lieben Vorsicht, heiß. Löffel, natürlich auch heiß, ne? Jetzt gebt ihr hier das geschmolzene Mangalitzerfett zu unserer sauren Sahne. Da kommt jetzt noch ein bisschen Bergkernsalz dazu. Ja, rein damit. Die ganze Nummer verrührt er schön. Schön glatt rühren. Jetzt nehmt ihr euch hier eine Glasform oder eine Auflaufform und gebt erstmal hier eine schöne Schicht von dem Sauerrahm dazu. Jetzt kommen hier die Kartoffeln rein. So, schon ein bisschen Kolbas dazwischen. Ein paar Eier. So, jetzt wieder vom Sauerrahm so. Und wieder Kartoffel. Träumchen. So, wieder Kolbas. Nun die restlichen Eier. So, und jetzt geben wir hier noch die restliche Sauerrahmmasse hier dazu, on top. So, rein damit. Und ich gebe gerne noch mal eine kleine Prise vom Salz mit oben drüber. Mega. So schaut es schon mal aus, Freunde. Und das geht jetzt ab bei 200 Grad in den Ofen für ca. 50 Minuten. Also, rein damit. Ich decke es nochmal ab. Der Auflauf, die Rocotte Crumpli ist fertig und Achtung, oh, mega Leute, ich sag euch mega, dieser Duft, ein Traum, ich liebe es, sage ich euch. So Freunde, jetzt ist es anrichten
Das heißt, wenn ihr die Rockgut-Krumpli aus dem Ofen geholt habt, dann lasst sie natürlich noch ein bisschen ruhen, damit sie schön die saure Sahne noch in die Kartoffel einziehen kann, damit die richtig schön den Geschmack halt aufnimmt von der Kolbas. Also das hat auch wirklich, alles braucht seine Zeit, ne? So wie mit allem im Leben. Genau. Ein Traum. Mmh. So, Freunde, jetzt schön die Geschichte der Kartoffel hier. So, on top. Eins muss ich euch natürlich noch dazu sagen. Die saure Sahne bei uns hier in Deutschland, die ist natürlich ganz, ganz anders. Die in Ungarn, die hat viel mehr Fett drin. Du kannst dort einen Teufel kaufen, der sogar bis zu 40% Fett Inhalt hat. Hier noch ein bisschen Deko dazu. So, ein bisschen Petersilie noch mal dran. Und schon ist fertig, Freunde. Also, ihr Lieben, Freunde der ungarischen Küche, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr werdet die Rockgut-Krumpli auch nachkochen. Und wenn ihr das Rezept haben möchtet, dann schickt mir gern eine Nachricht. Wie auch immer, ich helfe euch gern. Vielen lieben Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Und wenn du natürlich noch weitere ungarische oder meine ungarischen Leibgerichte sehen möchtest, die ich in meiner Kindheit genießen durfte, dann würde ich mich freuen, wenn du dir das ein oder andere Video noch mit anschaust. Genau, also in diesem Sinne, jetzt heißt es wieder Jo Edvardjot, lasst es euch gut schmecken oder ich zumindest lasse es mir erstmal schmecken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rizzo ist jetzt raus, also dann, see you aus Dock, ciao, macht's gut.